Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier mit ein bisschen Wars, World of Warships. Heute fahre ich die Alberto di Cusano. Ein leichter Kreuzer, der ist der Blablabla, Schiff in der Condorlette-Klasse, so in Dienst gestellt jedenfalls 1931. Wir sehen hier an der Seite vier Zwillingstürme, 152 mm und Torpedos haben wir auch am Start, 8 km Reichweite. Zwei Zwillingstorpedowerfer, 533 und 38 Knoten Geschwindigkeit, ist also sehr, sehr schnell. Ihr seht, ich habe das Ding schon mal hübsch gemacht hier. Ich wusste gar nicht, dass ich die Tarnbemalung noch hatte. Habt ihr heute gesehen. Und ja, aber es muss ja nicht alles Gold sein, was glänzt. Und auch wenn das Ding relativ schnieker aussieht, ich sehe schon die Bewaffnung und denke mir so, das wird doch wieder ein Albtraum. Und ich bin das Ding noch nicht gefahren. Ich habe es jetzt erst fertig modifiziert. Aber ich weiß schon, was auf mich zukommt und vielleicht mache ich erstmal vorher noch eine und nehme dann erst auf. Wir gucken mal, ne? Also bis gleich. So, ich bin jetzt tatsächlich schon eine Runde gefahren, habe sie jetzt nicht aufgezeichnet, weil ich mir erstmal einspielen wollte. Grausam, wirklich grausam. Also das ist, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, immer wenn ich diese italienischen Kreuzer fahre, ich finde alles Schrott bisher. Ich finde mich alles Schrott. Ja. Und auch das Ding ist jetzt nicht wirklich besser. Ja. Ja gut, also ich könnte mich jetzt hier ewig auslassen, aber ich probiere jetzt einfach mein Bestes. Trotzdem super nervig, echt. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass all diese italienischen Schiffe bisher wirklich alt, wie sagt man hier, Scrap Metal im Englischen. Also wirklich Altmetall. Das ist einfach alles Schrott. Ja? Keine Durchschlagskraft, keine Leistung an sich, ja? Einfach nur schnell. Ja, das ist der einzige Vorteil von dem Ding, es ist schnell. Gut, wie auch immer, wir sind hier Salomon. Wenn ich recht entsinne, und ja, eine meiner Lieblingskarten, und wir werden mal ein bisschen Gas geben hier. Könnte jetzt ewig rumlabern, aber wirklich, die Feuerkraft bisher war ja schon wieder unter alle Sau. Die SAP-Munition werde ich auch nicht mehr benutzen. So, ich fahre jetzt erstmal ein bisschen und ja, mal gucken, was kommt. So, jetzt die ersten gegnerischen Gegner. Die gegnerischen Gegner sind am Start. So, das Einzige, was mir aufgefallen ist, bei der Runde davor, jetzt kommt die Erinnerung wieder nach diesem Desaster, war, dass, glaube ich, die Flak relativ gut war. Ich hatte über 6000 Schaden an Flugzeugen gemacht. Nur das wird ja nicht wirklich berechnet, kriegt ja nicht wirklich in die Wertung ein hier. Von daher eigentlich auch zu vernachlässigen. Aber immerhin, ich scheine eine gute Flak zu haben. So, egal. Tonchu. Ich glaube, das ist ein Rumäne. So, da sehe ich auch den einen von den Flugzeugträgern. Natürlich ist man nicht in Kampfreichweite hier. So, einfach feuern. Er dreht gleich ab. Er dreht gleich ab. Wahrscheinlich, weil er dachte, hier kommt gleich ein Zerstörer um die Ecke, den er noch nicht gesehen hat. Dabei ist hier fast niemand. Gott, wenn ich das schon wieder sehe hier. Also da lobe ich mir die französischen Schiffe, wo man wenigstens noch Schnellfeuer für eine kurze Zeit benutzen kann. So, also entweder bin ich zu weit dahinter oder zu weit davor. So, ich werde hier wohl auch nicht lange bleiben können. Ja, jetzt wird es einfach ein bisschen zu krass hier. Einmal noch feuern und dann gucken, dass man hier wegkommt. Ich werde wohl nicht treffen. Aber der trifft mich nochmal. Das ist nicht das, wie es geplant ist. Jo. Das ist ja echt mies. So, erstmal hier weiter rauf feuern. Ich kann meinen Hass für diese Dinger einfach nicht ausdrücken, richtig. Das ist ein gegnerischer Gussano. Aber trotzdem, das ist einfach echt. Ey, liebe Italiener, ey, wie habt ihr das überlebt? Jetzt heute einfach weiter. Hey, ich kann jetzt auch nicht viel hier von mir geben. Außer, dass ich versuche, hier abzuhauen und hoffe, dass der hier mal relativ schnell jetzt den Brand löscht. So, ich versuche mal hier. Einfach feuern.
Ich meine, ich fahre ja weg, aber wenn man trotzdem noch was trifft, das ist schon mal ganz gut. Ich habe gesehen, sie sind relativ weit hinter ihm gelandet, meine Granaten. Fährt der rückwärts hier? Der macht ja auch nichts wirklich hier. Also wirklich. Weil ich schon wieder sehe, wie hier alle verteilt sind, ne? Wirklich, als hätte jemand so eine Tüte Murmeln einfach ausgekippt. Ja, in einer 100 Quadratmeter Wohnung oder so. Okay, zwei Abpraller. Ne, das ist ja mal scheiße. Okay, jetzt kann ich mal zeigen, was meine AA hier AA kann, ne? Und die Aircraft. So, lass natürlich noch mal Flugzeug raus. Jetzt, wo ich sehe, wie wenig Schaden der macht. Jetzt wollen ohne Quatsch, 6000 hatte ich. Naja, obwohl es geht. Jetzt habe ich auch schon über 1000. 1200. Das brauche ich da nicht probieren. Ich wollte ursprünglich so schießen, dass ich dachte, ich schaffe es vielleicht hinter dem Berg. Aber es kommt ja einer, glaube ich, vor hier wieder. Er fährt vor. Gut. Gut, fahr vor. Spartan. Bratan. So, das könnte ja mal. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Rein vom Winkel her und vom. Sieht der dann Treffer? Immerhin. Habe ich gar nicht erwähnt. Ich habe nichts versenkt davor. Und ich habe eigentlich wenig Schaden gemacht. Aber das einzige. Ich habe 4 Zitadellentreffer gemacht. Ja, und das war schon sehr erstaunlich. Dafür, dass ich kaum Schaden gemacht habe. Ich glaube, ich lag bei 20.000, aber mit 4 Zitadellentreffern. Passt auch. Etwas über 20.000, aber passt irgendwie auch nicht zusammen. Ja. 4 Zitadellentreffer, nur 20.000 oder etwas über 20.000 Schaden, nur 21.000 knapp. Und ansonsten, das meiste waren halt so. Ja, der meiste Schaden war eigentlich fast an den Flugzeugen. Ja. Das wird so auch nichts. Weil ich mich jetzt natürlich auch ein bisschen komischer Winkel hier. Ich will mal versuchen jetzt so zu bleiben. Okay, der muss ja jetzt, kann er eh nicht weiter. Das ist finito für ihn. Vielleicht sollte ich rückwärts fahren, dann würde es wahrscheinlich ein bisschen besser funktionieren. Ich feuer jetzt einfach mal da, weil ich ihn da gesehen habe. Das Blöde ist, da wenn ich natürlich nichts anvisiere. Okay, meine AI kann wieder ein bisschen was zeigen hier. Da ist er. Oh ja. Zack. Ja, dann kommt auch hin. Jetzt ergibt das auch Sinn. Ich meine, ich bin jetzt schon bei knapp 3000 Schaden an Flugzeugen. Über 3000 jetzt. Schon wieder ein Zitadellentreffer. Also, wie gesagt, davor hatte ich auch relativ viele Zitadellentreffer. Also 4 in einem Match ist, glaube ich, nicht so wenig. Das wäre vielleicht das einzig Positive, ja, die Fähigkeit, Zitadellentreffer zu verursachen, auch wenn sie nicht viel Schaden machen. Und ja, die gute Flugabwehr halt, ne? Weil mehr würde mir jetzt nicht einfallen. So, vielleicht kriege ich den jetzt noch weg, falls nicht irgendein anderer gleich tut. Also irgendwer, was ist das denn? Irgendwer hat gefeuert und zusammen mit meinen sind seine eingetroffen oder was, seine Granaten. Das ist ja irgendwie auch alles nicht. So, jetzt bin ich auch schon bei fast 6000. Ist ja gleich dann über, jetzt über 6000. Also die AA ist eigentlich nicht so schlecht. Katapultjäger in der Luft. Ach, guck mal, er hier. Aber wenn man sich das anguckt, und ich meine, darauf wollte ich eigentlich hinaus, mit 2 Zitadellentreffern so wenig Schaden gemacht, also sonst einfach keine Durchschlagskraft, ne? Deswegen mag ich diese italienischen Schiffe auch nicht so, jetzt reicht mir mit dem hier. So, Romani. Jetzt erstmal gucken, wo da Torpedos eventuell gleich kommen. Okay, nicht auf mich. Aber, nee, der fliegt weg. Oh, jetzt haben wir fast 7000. Ah, ja, immerhin.
Okay, der schießt jetzt wohl auf den Typen, ist wohl mehr mit dem beschäftigt hier. Ich müsste langsam mal drehen. Ich will aber nicht wirklich drehen, weil ich denke mir so, wenn der mich dann wirklich aufs Korn nimmt hier, dann habe ich ein bisschen schlechte Karten, weil ich echt nicht mehr viel Leben habe. Dreht, damit habe ich irgendwie gerechnet. So halb. Okay, der paddelt jetzt viel wegen den... Naja, komm, schieß woanders hin. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Ich habe nicht die Möglichkeit, hier ewig jetzt rumzugurken und hier Breitseite zu schießen. Der Typ geht dann so auf den Sack. Das sind immer die, wo ich immer... Die ich immer so veräpple, wo ich immer denke, ja, die wollen hier einen Pro-Gamer tun. Aber letzten Endes, vielleicht ist er ein guter Spieler. Trotzdem geht er mir auf den Sack. Ja, er hat viele Videos auf jeden Fall geguckt. Das könnte ja gut... Ja, komm, hinten rein. Verdammt, ich hab auf den Zitadellentreffer gehofft. Warum er jetzt die Munition gewechselt hat, weiß ich nicht. Brenne, löschen. Oh, ein Drecksack, ey. Hoffentlich wird er gleich versenkt. Gut, der wird wohl hinter die Insel und da wieder rauskommen. Versuchen rauszukommen. Das heißt, darauf muss ich gewappnet sein. Aber gut, jetzt sind noch andere Schiffe vor mir. Hauptsache, der kommt wieder raus. Ey, der gibt mir nämlich echt so auf den Trichter hier. Oh, jetzt komm raus, so Gopnik, ey. So, jetzt aber. Es wird Zeit. Vorher jetzt einfach... Scheiße! Das wär's gewesen. Eine perfekte Rache gewesen. Okay, gut. Ja, was soll ich sagen? 16.000 Schaden bisher erst. Ja. Haben wir die 32 Treffer, 16.000 Schaden. Ist nix. Das ist gar nix. Okay, das ist jetzt noch... Schlachtschiff, zwei... Flugzeugträger auch noch unterwegs, irgendwo hier. Anstrengend ist es. Also macht mir eigentlich keinen Spaß. Ich habe auch überlegt, einfach die Italiener links liegen zu lassen, bloß nicht weiter anzufassen, weil das ist so... Ich habe nie Spaß mit den Italienern, wirklich. Okay, der hat sich vielleicht gleich erledigt, wenn die Torpedobomber da jetzt am Start sind. Ich kann es ja leider nicht richtig sehen von hier. Okay, der hat wohl Torpedos abbekommen. Ja, sieht man. Er greift dann nochmal an. Ich würde ja gerne sehen. Jetzt. Ich will natürlich auch jetzt hier meine Breitseite nicht zeigen. Meine Flanke. Immerhin schießt er nicht auf mich. Das ist Positives. Ja, dann hätte ich jetzt HE, könnte ich hier wenigstens mal Brände entfachen. Wäre auch praktisch. Aber vielleicht kriegt er so ein paar Torpedos ab. Oh Gott, ich habe einen Treffer. Ich glaube, der kriegt noch einen ab. Dem wenigen Leben müsste er doch weg sein. Jo. Heute ist echt mein Glückssack. Alles, was ich hätte noch versenken können, versenken andere. Gut, ja, dann müssen wir uns auf den Weg machen zu den Flugzeugträgern.
Alter Schwede, ich bin jetzt wirklich lange unterwegs hier, nur um an diese Flugzeugträger zu kommen. Jetzt müsste ich auch gleich in Feuerreichweite sein. Das ist wirklich anstrengend, bis dorthin zu möbeln. Okay, die haben gerade einen versenkt. Jetzt bleibt hier nur noch ein Ziel, wo ich ein bisschen Schaden drauf machen kann, um noch ein paar Punkte sammeln kann. Ja, darum geht's ja auch. Ich will ja nicht wieder der Letzte sein. Okay, ich feuer jetzt einfach. Ich hätte sowieso gerade abgedrückt. Ne? Auch wenn er gerade jetzt verschwunden ist. Von daher. Fliegen die auf mich zu? Kommen mir jedenfalls verdächtig nahe hier, seine Kampfflugzeuge. Ja, die fliegen auf mich. Auf mich zu, gut, egal. Ich habe Elite-Flak hier. Guckt euch das an, ne? Über 10.000 Schaden schon gemacht. Fast so viel, wie ich jetzt hier auch mit den Granaten gemacht habe. Aber wie gesagt, die Flak ist an sich wohl relativ gut. Das ist jetzt hier, das ist mein Eindruck jetzt von dem zweiten Match aus, ne? So, komm, ich muss hier mal treffen. Einfach weiter raufsemmeln hier. Ey, wirklich anstrengend. So eine Müllbewaffnung hier. Ah, die hat er auch noch reinbekommen, okay. Ja, okay, gut, immerhin ein minimaler Lichtblick. Ein Hauch von Freude gegen Ende jetzt, ne? Das war es dann aber auch wirklich anstrengend. Naja, wie auch immer. Ich sag schon mal Feierabend hier. Ich verabschiede mich schon mal. Ich mache jetzt Feierabend. Ich hab keinen Bock mehr mit diesem Ding zu fahren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, kurz Teamwertung. Siehste, für so einen Abfuck hier. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Puh, bis dann. Ciao, ciao.